Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider mit unserer lieben Lara hier, der immer kalt ist, egal was wir machen. So, wo waren wir letztes Mal? Stimmt, wir sind durch die Minen gelaufen. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Das ist nicht gut. Trinity ist mal wieder vor uns da. Na? Eins. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss... Ganz leise sein. Oh, scheiße. Das gibt es doch nicht. Zwei. Wow, das ist... Das war... saumäßig schlecht. Ich bräuchte irgendwas mit Schalldämpfer. Aber ich habe dummerweise kein Holz mehr. Das ist jetzt wirklich schade. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Ha. Also, ich glaube nicht, dass sie es machen werden. So. Also ich habe jetzt noch da ein bisschen was drin. Und das. Gucken Sie eh. Rauchgranaten. Und mal mit V konnte ich mich heilen, genau. So, jetzt habe ich die Steuerung wieder drin. Ich habe nämlich vorher dummerweise nicht das gespielt, sondern ein bisschen Fallout. Und Fertigungswerkzeug. Cool. Ich glaube, die muss ich kaputt machen. Oder? Mal, da kann ich nicht irgendwie hingehen. Hier kann ich auch nicht weitergehen. Das bedeutet,
mache mich jetzt einfach mal auf den leicht gefährlichen Weg. An einer gerade kaputtgegangenen Seilwinde. Nein, so scheiße. Schwankenden Balken. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Na? Warte, da komme ich nicht hin. Bedeutet, ich muss hier drauf springen, ja? Ja, na. Scheiße, da war ich zu spät. Das wollte ich jetzt nicht. Aber gut, diesmal kriegen wir es hin, denn diesmal wissen wir, wo wir hin müssen. Ja. Nee, ich können wir nicht wegschieben. Okay. Ach Mist, ich muss mich dann hier neben stellen. So. Tja, und jetzt kann ich die Seilwinde interagieren. Aha. C loslassen. F. Nein, du bleibst schön da oben, ja? Schön da oben bleiben. Ja, so. Das haben wir jetzt alles gemacht. Boah. Ich fühl mich so wie der große Schatten von dieser Statue. Ey. Was guckst du denn so blinzelnd? Du guckst doch nur gerade mitten ins Licht. So. Wow. Klettern wir hier mal eine Runde weiter, ne? Nein! Boah. Pilze. Wow. Nein. Alte Münzen, wie schön. So, hier habe ich alles meine Sachen mitbekommen, meine komplette Munition. Hätte ich natürlich erst verballern sollen.
dann die komplette Munitionskiste aufnehmen sollen. Ich glaube, das wäre klüger gewesen. So. Der, den habe ich schon. Den noch nicht. Und hier liegt noch was. Und da vorne liegt noch was. Ein Hirschgeweih. Okay. Da müssen wir hin. Gut, gut. Hier können wir noch was entschlüsseln. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Da liegt noch Holz drin. Holz ist super, denn ich kann dann jetzt mein, oh, ich brauch zwei. Ah. Ich hätte es doch einfach auch so machen können. Viel einfacher gewesen. Ah! Ah! Scheiße! Aua! Okay. So, ja? Geht doch. Ich guck erstmal hier. Ja, war gut so. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Wow, das sind so super Informationen, ne? Damit kann man auch so sau viel herausfinden. Da habe ich doch noch. Ah, das waren die alten. Was haben wir denn hier noch drin? Okay. Oh, da war noch was. Ich habe ja fast die ganzen Münzen übersehen. Und hier sind Pfeile. Gib mir Pfeile. Plus 5. Super. Nein. Hier noch. Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen wie möglich. Gut. Suchen wir also diesen Zug. Wenn wir den Zug haben, dann erzählt. Das ist so einiges. Hoffe ich mal. Lass es uns beenden! Wo bist du? Ja?
Das ist immer noch das Beste gegen diese Leute.